Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 11 Fakten über Haie. Nur wenige Meerestiere faszinieren die Menschen so sehr wie Haie. Heute sind etwa 500 Haiarten bekannt, die sich teilweise beträchtlich voneinander unterscheiden. So wird der zylindrische Laternenhai nur etwa 20 cm groß, während der friedliche Walhai, der größte Fisch, 14 Meter lang werden kann. Ob Riese oder Zwerg, Haie sind neugierige Meeresfische, die mit beeindruckenden Sinnen, von denen wir Menschen nur träumen können, hervorragend an das Leben im Ozean angepasst haben. Fakt Nummer 1. Die ersten Haie lebten bereits länger vor den Dinosauriern. In der Meide-Region in Marokko, in der Nähe des Atlasgebirge, wurde 2020 das Fossil eines 370 Millionen Jahre alten Hais entdeckt. Haie lebten also bereits mehr als 100 Millionen Jahre vor den ersten Dinosauriern. Fakt Nummer 2. Haie brauchen keinen Zahnarzt. Bricht ein Zahn im Haigebiss ab, wird er einfach durch einen Zahn aus dem hinteren Reihen ersetzt. Das mehrreihige Gebiss der Haie wird auch Revolvergebiss genannt. Fakt Nummer 3. Haie haben keine Knochen. Das Skelett der starken und eleganten, robusten Haie besteht nicht aus Knochen, sondern aus Knorpel. Wie Rochen oder Schimäen zählen auch Haie zu den Knorpelfischen und unterscheiden sich somit deutlich von der weitaus größeren Gruppe der Knochenfische. Fakt Nummer 4. Haie werden auch schwimmende Nasen genannt. Haie orientieren sich mit Hilfe ihres ausgezeichneten Geruchssinns. Ihr Riechzentrum macht etwa 2/3 ihrer Gehirnmasse aus. Untersuchungen ergaben, dass der graue Riffhai und der Schwarzflossenhai kleine Wrackbarstücke noch in der Konzentration von 1 zu 10 Milliarden wittern. Das entspricht einem Tropfen in einem etwa 1000 Quadratmeter langen und 2 Meter tiefen Becken. Dieser beeindruckende Geruchssinn sichert ihnen das Überleben, denn sie sind darauf angewiesen, in der Weite des Ozeans Nahrung zu finden. Fakt Nummer 5. Haie haben einen sechsten Sinn, elektrische Wahrnehmung dank glozentrischer Ampullen. Diese, bereits im Jahr 1663 von Naturwissenschaftler Marco Malpighi entdeckt. Ihre Funktion wurde allerdings erst vor etwa 40 Jahren bekannt. Es handelt sich dabei um Sinnesorgane unter der Haut am Kopf vom Knorpelfischen, die die Wahrnehmung von Temperaturunterschieden und elektrischen Feldern dienen. So können Haie ihre Beute im letzten Augenblick des Angriffes orten und selbst reglose, im Boden vergrabene Tiere aufspüren, die mit ihrem Herzschlag elektrische Signale senden. Ein Hai würde sogar spüren, wenn eine 1,5 Volt Batterie angeschaltet würde, deren einer der Pole im Atlantik von New York und deren anderer in Florida eingetaucht wäre. Auch dienen glozentrische Ampullen zur Orientierung am Erdmagnetfeld, wenn sich zum Beispiel zahlreiche Walhaie oder Hammerhaie zur Paarung an bestimmten Orten zu einer bestimmten Jahreszeit versammeln. Unglaublich, oder? Fakt Nummer 6. Hochseehaie müssen schwimmen, um atmen zu können. Im Gegensatz zu Haien, die im Riff oder in Bodennähe leben, müssen Hochseehaie immer mit geöffnetem Mund schwimmen, damit Wasser durch die Mundhöhle in ihre Kiemen strömt. Dabei wird dem Wasser der Sauerstoff entzogen und ins Blut abgegeben. Hochseehaie schlafen also auch, während sie schwimmen. Riff- und Bodenhaie hingegen können auch anhalten und sich sogar im Sand eingraben. Sie schließen und öffnen ihren Mund abwechselnd und sorgen selbst für den Wassereinstrom. Fakt Nummer 7. Haie schmusen gerne. Etliche Videos zeigen, dass Haie ihnen bekannten Taucher erkennen und auf sie zuschwimmen, sie begrüßen und sie es genießen, sich ausgiebig von dem Menschen am Kopf streicheln zu lassen. Manche Haie lassen sich von Tauchern sogar Angelhaken entfernen und teilweise sogar aus der Mundhöhle ziehen. Fakt Nummer 8. Grönlandhaie werden mehrere hundert Jahre alt. Von Grönlandhaien weiß man, dass sie mehrere hunderte Jahre alt werden können. Der bislang älteste, bekannte Grönlandhai wurde um die 400 Jahre alt. Diese Tiere erreichen somit von allen das höchste Alter. Ihre Geschlechtsreife können Grönlandhaie erst mit etwa 150 Jahren erlangen. Fakt Nummer 9. Haie bilden komplexe Sozialstrukturen wie Delfine.
Haie haben eine komplexe Sozialstruktur, die der von Delfinen ähnelt. Wissenschaftler untersuchen das Verhalten von Sandtigern und fanden heraus, dass die Tiere einige wenige enge Freunde hatten, aber auch mit einer deutlich größeren Gruppe interagierten. Die Zusammensetzung und Größe dieser Gruppen wandelte sich dabei im Laufe des Jahres. Regelmäßig kamen neue Haie hinzu, einige blieben länger, andere kürzer. Ein solches Sozialverhalten ist bei Säugetieren bekannt, wurde aber bei Nichtsäugern bisher nur eher selten beobachtet. Fakt Nummer 10. Haie haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Auch bei Haien gibt es selbstverständlich unterschiedliche Persönlichkeiten. Manche Haie sind Einzelgänger, andere gesellig. Das zeigte auch eine Verhaltensbeobachtung mit Katzenhaien. Bei bedrohter Gefahr tarnten sich einige Tiere, indem sie sich farblich an den Meeresgrund anpassten. Andere suchten aber Schutz in der Gruppe. Fakt Nummer 11. Haie werden millionenfach misshandelt. Etwa 100 Millionen Haie werden jedes Jahr von uns Menschen getötet. Die meisten von ihnen sterben wegen ihrer Rückenflosse. Beim sogenannten Finning wird meist noch lebenden Haien die Rückenflosse abgeschnitten. Anschließend werden die verstümmelten Tiere wieder über Bord ins Meer geworfen, wo sie qualvoll sterben. Ihre Flossen werden überwiegend auf dem asiatischen Markt zu Haifischflossensuppe verarbeitet. Daneben werden zahlreiche Haie in den Meeren gefangen und in Großaquarien wie dem geplanten Haigefängnis Shark City eingesperrt. In diesen Einrichtungen wird den Tieren alles genommen, was ihr Leben in Freiheit ausmacht. So, das war's schon wieder mit 11 Fakten über Haien. Ich hoffe, euch haben die Fakten gefallen und der letzte Fakt hat euch etwas nachdenklich gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Lieblingsfakt ist und was ihr sonst mit Gedanken an Haien verbindet. Ansonsten sage ich einfach mal bis zur nächsten Folge und ciao.